Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, es ist 2:06 Uhr. Ich bin aber schon eine Viertelstunde auf und habe schon 13 Gebetseinheiten für das freiwillige Nachtgebet, das Tajaid-Gebet gemacht. Und ja, jetzt werde ich das freiwillige Gebet beten, jeweils immer mit zwei Rekka. Das betet man ganz speziell immer im Ramadan. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde 8 oder 10 Rekka noch mal eben beten. Und je nachdem, versucht das sehr lange und sehr ausführlich zu beten. Und im Anschluss werde ich ein bisschen was essen und noch mal versuchen, Koran zu lesen. Kommt drauf an, wie spät es dann ist. Ja, also, wie ihr seht, ist heute wieder mein erster Tag meiner täglichen Vlogs, die ich jetzt wieder beginnen möchte. Und ich hoffe sehr, dass ich es inshallah durchhalten werde. Ich melde noch mal ein paar Zweifel an, aber ich hoffe, dass ich es schaffe, weil ich bin weiterhin wirklich mega, mega kaputt und ausgelaugt. Aber nichtsdestotrotz versuche ich das jetzt wieder in Angriff zu nehmen und dort wieder so eine Art Rhythmus hineinzubringen. Jedenfalls bin ich guten Mutes und guten Willens, das zu machen. So, Uhrzeit habt ihr gesehen, jetzt geht's weiter und wir sehen uns bestimmt im Laufe des Tages immer mal wieder. Ganz viel Spaß! So, jetzt habe ich ein paar Gebetseinheiten gemacht, aber ich muss was essen, habe ich das Gefühl. Irgendwie mal gucken, dass ich eine Kleinigkeit zu mir nehme. Was macht denn der Kühlschrank heute? Ja, hier oben haben wir noch Nudeln, die haben wir nicht gegessen, vorgestern gekocht. Hier haben wir noch mal eine Suppe aufbereitet, die rote Linsensuppe. Hier habe ich den Knochen ordentlich abgeputzt und damit Fleisch gebraten. Das sind immer noch unsere Schafe gewesen. Ja, ich werde ein bisschen Aprikosenmarmelade essen, dachte ich mir. Irgendjemand hat dieses tolle Buch hier hingelegt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Pfannkuchen, Krebs und Co. Süß und herzhaft. Bestimmt meine Schwiegertochter mitgebracht. So, und dann gebe ich mal ein bisschen Frischkäse dazu. Und mach mir einen Tee. Fragt sich jetzt nur welchen. Ich würde mal sagen, ich trinke erst das Honigwasser. Unsere Propheten, Friede sei mit ihm, haben auch Honigwasser getrunken. Da ich es aber ein bisschen mit der Galle habe, gebe ich ein bisschen Apfelessig mit dazu. Das schmeckt eigentlich ganz gut, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen ekelhaft anhört, aber ja, das soll sehr gesund sein, wenn man das auf nüchternen Magen morgens trinkt. Nun ist mein Magen nicht wirklich nüchtern, weil ich natürlich noch gar nicht vor allzu langer Zeit ja noch was gegessen habe durch den Ramadan bedingt. Aber ich denke schon, ich habe richtig Hunger, dass der so einigermaßen als nüchtern zu bezeichnen wäre. Hier, diesen Cappuccino habe ich mal geholt. So ein richtiger süßer Trink ist das eigentlich gar nicht mit Kaffee zu vergleichen, aber man kann ja trinken, hatte ich gestern Abend nämlich noch getrunken, deswegen komme ich drauf. Mein wirklich nüchtern bin ich jetzt nicht. Ich glaube, den habe ich noch um 11:30 Uhr oder so getrunken. So, was machen wir jetzt? Honig raus. Ja? So. Dann soll man eine halbe Tasse nehmen, so ein bisschen Apfelessig, das ist jetzt echt zu viel gewesen, ne? Ui, das war ein bisschen zu viel. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Ach nee, das ist so ein bisschen zu viel, weil so wird das richtig sauer werden, aber egal. Ein bisschen mehr Honig. Dann nehme ich so einen Teelöffel Honig und lauwarmes Wasser. Also es soll nicht heiß sein, aber lauwarm. Also eine halbe Tasse. Und die soll man dann auf nüchternen Magen trinken. Und das soll sehr gesund sein, auch schleimlösend sein, angeblich. Ich kenne mich ja nicht aus. Das sagt jedenfalls unser Prophet Mohammed, Friede und Segen. Allah sei mit ihm. So, schön auflösen. Das dürfte jetzt aber wirklich extrem sauer geworden sein, weil ich so viel Apfelessig reingemacht habe. Eigentlich sollte man auch ein hochwertigeren nehmen. Ich habe hier jetzt so ein Billo von Rewe genommen. Ja, tatsächlich bei Gelegenheit mal einen hochwertigeren holen. Oh Gott, habe ich gekleckert? Ja.
sehr sauer, aber gleichzeitig auch süß durch den Honig, kann man durchaus trinken. Was trinke ich jetzt für einen Tee? Mal in meiner Schublade geguckt. Das ist schwarzer Tee. Das will ich jetzt nicht trinken, sonst kann ich nicht schlafen. Kirsche ist alle. Ich habe den getrunken. Und dann nehme ich mal spanische Orange. Was haben wir dann noch? Nee, Pfirsich hätte ich noch. Ja, ich nehme das mal. Überlege ich nur, ob ich Sauerteigbrot jetzt essen soll oder ob ich Weißbrot essen soll. Mal gucken. Wieder Honig rein. So. Und dann werde ich ein bisschen frühstücken. Hier noch so ein riesen Sauerteigbrot, aber ich habe nicht noch so alte, das hatte ich auch noch. Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hin habe. Schau ich mal, da waren noch so angeschnittene Scheiben von dem Brot. Das zum Beispiel, das könnt ihr auch noch mal essen. Ja, mal gucken. Hi, 11 Uhr und was habe ich gemacht? Aufgestanden bin ich um 8, schlafen gegangen bin ich um 4.30 Uhr, eingeschlafen glaube ich um 5 Uhr, dann um 8 Uhr ist mein Mann aufgestanden, der arbeitet jetzt bei uns drüben und ich habe inzwischen dann dem Herrn sein Frühstück gemacht, habe aufgeräumt, habe abgewaschen und jetzt geht es hier tierisch los. Ich bin jetzt hier am richtig sauber machen. Alle Spielsachen sammle ich zusammen von dem Baby. Die Babys sind nämlich weg. Und jetzt ist hier ordentlich Putzaktion angesagt. Ich werde alle Sessel einmal mit dem Feuchtsauger, mit diesem, sag mal hier, mit dem Bissell-Gedöns einmal abwaschen. Und gestaubsaugt habe ich hier in der Ecke zumindest schon. Und da werde ich dann auch noch einmal wischen. Gewischt habe ich in der Ecke schon da, aber noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal diese beiden Sesselelemente gründlich einmal mit dem Nasssauger absaugen. Ich habe die ja schon, als wir die bei eBay Kleinanzeigen geholt hatten. Ja, entschuldigt bitte meine Haare. Ne? Ich sehe richtig furchtbar aus. Ich weiß, ich habe gestern Abend geduscht und habe meine Haarbürste nicht gefunden. Die war verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, deswegen konnte ich nicht kämmen. Ja, da sind schon mal die ganzen anderen Babyutensilien. Ich habe schon eine ganze Menge nach oben auf dem Dachboden platziert. Aber natürlich liegen hier überall noch Reste und die werde ich jetzt alle auch noch nach oben bringen. Und für längere Zeit sind die nämlich jetzt erstmal nicht mehr hier. Und insofern kann ich hier die ganzen Spielsachen einmal wegnehmen, die ganzen Kindersachen und Babysachen. Die Sessel, wie gesagt, hatten wir ja bei eBay Kleinanzeigen umsonst erstanden. Hatte ich euch ja erzählt, dass wir hier in diesem Haus keine Möbel kaufen wollen, weil wir nicht wissen, wie lange wir hier bleiben können. Und wir sind ja im Dorf ausgerüstet, wir haben da ja alles, deswegen haben wir gedacht, wir geben hier kein Geld aus, hatte ich ja aber auch schon mehrfach berichtet. Die müssen jetzt aber noch einmal abgesaugt werden, weil, wie ihr seht, gehen doch so manchmal ein paar Dinge daneben. Also, weiß ich nicht, hat wieder irgendjemand gekleckert, meine Tochter hat hier teilweise auch ihr Baby gewickelt, also insofern natürlich mit Unterlage und allem, aber da geht ja doch was daneben, ne? Also das wird jetzt alles hier gründlich einmal geputzt. Eigentlich wollte ich das heute nicht machen, weil heute Nacht ich ja wieder viel beten muss oder möchte und insofern, das ist natürlich jetzt wieder richtig, richtig anstrengend. Ich hatte eigentlich vor, das erst nach unseren Feiertagen zu machen, also nächste Woche, aber ich kann nicht, ne? Hier liegt überall rum und ich muss das jetzt einmal machen, genau. Da werde ich mich jetzt einmal dran setzen, werde jetzt hier mal mein Bissell sauber wieder in Gang setzen. Den habe ich jetzt längere Zeit nicht benutzt. Zuletzt hatte der Kleine hier auf den Teppich gekotzt. Da habe ich das damit sauber gemacht. Das klappt übrigens recht gut. Und genau, da legen wir jetzt mal los.
Das große Problem, was sich immer mit diesen Nasssaugern ergibt, ist, dass du immer dieses teure Zeug kaufen musst für die Reinigung der Teppiche und anderen Sachen. Zwischenzeitlich waren mir hier auch die Düsen verstopft gewesen. Die habe ich aber sauber gekriegt mit so einer Nadel und mit so einem ganz scharfen Chlorreiniger und Essigreiniger. Nee, Chlor war das gar nicht, Essig. So, jetzt habe ich mir das aber angewöhnt, nicht mehr diese teuren Sachen zu kaufen, weil das ist bei unserem Verbrauch echt teuer. Geht wirklich mega ins Geld, wenn du da nicht mal Angebote hast. Ich nehme immer einen normalen Waschreiniger und den mache ich da so ein bisschen, so ein ganz kleines, so ein Mini-Ding mache ich da rein. Wirklich nur so, weiß ich nicht, so ein, weiß ich nicht, eine Messerspitze. Und dann geht das auch. Also bisher hat mein Sauger das gut mitgemacht. Ich hoffe, dass er das auch weiterhin schafft. Da werde ich jetzt auffüllen mit Wasser und so einen Spups da reingeben. Aber nur wirklich ganz minimal, so wie gesagt, eine Messerspitze, nicht mehr. Ein Viertel, nee, so ein bisschen halt nur. Sonst schäumt das und dann geht er tatsächlich kaputt. Aber bisher habe ich das immer noch gut hingekriegt. So, mal gucken, ob ich das euch zeigen kann jetzt hier. Also wirklich nur so ein ganzes klein bisschen, damit man da den Sauger auch nicht kaputt macht. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich gehe das Risiko ein, dass er mir kaputt geht. Und ja, so, dann kommt das da wieder drauf und dann geht's los. So, ich weiß, der ist richtig staubig, weil der steht immer bei uns im Keller und da, ups, und da machen die Männer ja mit einer Hand. Ist doof, ne? Zumal meine Hand rutschig ist. So, und dann kann man damit eigentlich jetzt schon arbeiten. Der steht, wie gesagt, immer bei uns im Keller und mein Mann saut das ja immer voll mit den ganzen Sachen, die er da vorhat immer. Deswegen, so, und dann kann man eigentlich, Moment, mit einer Hand, wie gesagt, ist ein bisschen komisch. Und dann drückt man da drauf und dann kommt das da raus. Und dann kann man halt gut damit arbeiten. Der hat ja auch so eine Bürste hier, finde ich immer richtig gut. Und so einen ganz schmalen Griff, das geht alles richtig gut, handlich zu arbeiten. Naja, ich mache da mal weiter. Entschuldigt bitte, dass ich über diese Bewegung mache, ne? Weil wenn man die Kamera anmacht, versucht man sich in irgendeiner Art und Weise zurechtzurücken. Keine Ahnung. Ich weiß, das nervt mich auch immer im Schnitt. Ich habe mal eine kleine Zwangspause eingelegt. Es ist 11.32 Uhr und ich habe eben meine Tierärztin angerufen in Beutzenburg und habe einen Termin für eine Kastration vereinbart von Miley. Ihr wisst ja, dass unser Hund noch nicht kastriert ist. Ich weiß auch, dass die Meinungen darüber sehr unterschiedlich sind. Ich habe ja Miley eigentlich bisher noch nicht kastriert. Man sagt übrigens auch zu einer weiblichen Hündin Kastration. Ich habe sie bisher nicht kastriert, weil sie am Anfang habe ich gedacht, ich würde vielleicht gerne ein paar Hundebabys haben und deswegen habe ich gedacht, nee, das lasse ich noch, überlege mir das noch. Im Laufe der Jahre habe ich mich aber dagegen entschieden, weil wir haben hier wirklich genug Babys und genug zu tun, da muss ich mir nicht auch noch Hundebabys antun und genau. Entschuldigt bitte. Inzwischen ist es so weit gedrungen, meine Ansicht, dass wir natürlich keine Hundewelpen mehr aufziehen bzw. haben wollen. Und diesbezüglich ist es eigentlich an der Zeit, Miley kastrieren zu lassen, zumal sie immer ihre Regelblutungen hat. Mir persönlich macht das nichts aus, aber da Miley nicht immer bei uns ist, sondern auch öfters, wie gesagt, zu unseren Freunden geht, oder inzwischen sogar einen großen Teil ihrer Zeit dort verbringt, ist es schon angenehmer für ganz alte Leute, wenn sie nicht blutet, zumal sie sich die Windeln nicht anziehen lässt von den Leuten. Und das macht sie ja bei mir sogar nur ganz schwer. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, sie kastrieren zu lassen. Ich habe mich jetzt eindeutig beraten lassen von unserer Haustierärztin in Beutzenburg. Das ist wirklich eine ganz, ganz liebe, nette Tierärztin. Und zu der habe ich auch großes Vertrauen. Und sie hat mir grundsätzlich dazu geraten, den Hund zu kastrieren. Natürlich ist mir klar bewusst, ne? Also es kostet ja auch viel Geld. Sie sagte jetzt, dass es bei meinem Hund zwischen 450 und 500 Euro kostet. Das kann man immer noch nicht so sagen, weil es natürlich eine OP ist. Aber so roundabout bis zu 500 Euro, sagte sie jetzt. Und
Da ist mir das klar schon bewusst, dass es auch ein Geschäftsmodell natürlich ist. Aber ich hatte ein paar Bedenken bezüglich Harninkontinenz, also dass der Harn dann vermehrt abgehen könnte. Da beruhigte sie mich, sagte, das sei hauptsächlich bei großen Hunden der Fall, kann aber natürlich auch mal bei die kleineren betreffen. Dann hatte ich Fragen bezüglich der Psyche, die sich manchmal verändern soll, dass sie bissiger werden. Gerade ängstliche Hunde ist auch nicht zu beobachten, sagt sie sofort vermehrt. Klar, kann vorkommen, aber im Grunde nicht. Und dann hatte ich noch eine Frage bezüglich der Gewichtszunahme. Entschuldigt bitte, und das weiß man ja, dass die Hunde zunehmen, wenn durch die Hormonumstellung. Und das kann man, ein Hund wird grundsätzlich nicht dick durch die Kastration, sagt sie, sondern durch die Nahrungsaufnahme. Und das kann man ja kontrollieren. Man muss also weniger füttern, ja, die Ernährung dann anpassen. Ob das unsere alten Leutchen dann immer machen, ich hoffe. Aber grundsätzlich kann man da Einfluss dann natürlich drauf nehmen. Und sie rät auf jeden Fall zur Kastration. Klar, ich weiß, ne, jetzt werden bestimmt wieder ganz viele unten hinschreiben, mach es nicht oder mach es doch. Ich habe sehr große Bedenken gehabt, zumal mir das persönlich auch nichts ausgemacht hat, dass die Regelblutung immer meine ganzen Wohnung voll macht. Ich kann ja auch eine Windel anziehen. Das hatten wir ja damals bei Emil so gemacht, als ich in dem Haus war. Da der Hund aber jetzt nicht immer bei mir ist und es durchgesagt, ne, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass der Hund blutet, wenn ich in der Türkei bin, und dann kann ich nicht extra zurückfahren deswegen und den Hund dann holen, weil da nicht jeder mit zurechtkommt. Deswegen haben wir uns entschlossen, und außerdem besteht natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, das große Risiko, dass Miley dann befruchtet wird, ne? Weil die ja doch auf Dorf schon öfters auch frei rumläuft, ne? Sie saust durch die Dünen, die gehen mit ihr überall hin, und auch ihr habt ja öfter schon beobachtet, dass sie mir ausgebüxt ist, wenn ich sie habe frei laufen lassen bei mir auf dem Dorf, im Haus oder ums Haus herum, da war sie dann öfters mal weg. Und ich musste sie suchen. Und wenn da mal was passiert wäre, weil auf dem Dorf laufen ja schon freie Hunde rum. Da habe ich euch ja auch mehrfach gezeigt, dass da auch ein Rüde bei uns immer um die Ecke zwitscht. Also auf Welpen habe ich jetzt gar keinen, da habe ich gar keine Zeit zu, möchte ich auch nicht. Es gibt genug Hunde auf der Welt, da muss man jetzt nicht noch extra wieder welche in die Welt setzen, wenn man das gar nicht möchte. Und insofern haben wir uns dazu entschlossen, Miley zu kastrieren. Termin ist jetzt am Montag. Ich habe gerade, wie gesagt, einen Termin vereinbart. Nächste Woche Montag, inshallah, werde ich meinen Hund dann kastrieren. Gucke ich mal, wenn ich sie abhole, weil sie ist im Moment ja nicht hier. Sie ist bei unseren Bekannten. Und dann holen wir sie ab. Ich denke mal, dass wir sie vielleicht am Sonntag holen oder vielleicht schon am Samstag. Ihr wisst ja, dass wir am Wochenende unser Bairam haben, unser Fest haben, unser Zuckerfest haben. Und das haben sich auch schon einige Leute hier angekündigt von unserer Familie. Also da muss ich mal gucken, wie ich das dann genau hinkriege. Fraglich wäre jetzt nur, wie lange ich dann mit Miley auf dem Dorf noch bleibe. Ich überlege auch, sie vielleicht, ja, aber mit dem Hund jetzt aus Beutzenburg nach Hamburg zu fahren, ist wirklich auch Quatsch. Also ich denke mal, ich werde dann bei mir auf dem Dorf bleiben mit ihr und ja, sie so eine Woche betreuen, dass sie sich dann erholen kann. Genau. Das ist so Plan. Sie muss übrigens dann eine Halskrause tragen. Das wurde mir so gesagt, und für mehrere Tage sogar, ich glaube 10 Tage bis zu dem Fädenziehen muss sie die tragen, und ansonsten kann sie auch ein Body tragen, aber nur wenn sie unter Aufsicht ist, und nee, ich würde sie dann in die Halskrause liegen lassen. Die Hunde sollen sich auch schnell dran gewöhnen, so 4 Tage, 3 Tage, dann haben die raus und knallen nicht mehr überall gegen mit der Halskrause. Oh, ich habe ja schon mal ein bisschen Schiss davor, weil wir haben ihr die schon mal umgemacht, diese doofe Halskrause. Da hatte sie nämlich so einen Ausschlag, als sie klein war, und das hat gar nicht geklappt, ne? Das fand sie so furchtbar, ich habe ihr die auch nicht anmachen können. Naja, hoffe ich mal, dass ich das diesmal schaffe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns überraschen lassen. Das Wetter ist hier in Hamburg wirklich richtig schön. Also überhaupt gar kein Putzwetter, sondern eher Spaziergewetter. Ich bin natürlich noch relativ matschig, logisch, weil ich wieder die Nacht fast durchgemacht habe. Aber ich bin noch guter Kraft und werde jetzt die Sache weitermachen. Wollte euch nur mal eben mitteilen, bevor ich das wieder vergesse, dass Miley jetzt einen Kastrationstermin hat. Da bin ich immer sehr gespannt. Ich hoffe, dass es nicht allzu schmerzhaft ist. Ich bin wirklich sehr skeptisch. Ich habe es ja extra schon seit Jahren nicht gemacht, obwohl ich ja weiß, schon seit, ja, ich sehe zerrubbelt. Oh, bitte, Entschuldigung. Ich weiß, ich sehe ganz furchtbar aus, aber was soll's.
dass ich, ich habe ja immer Angst gehabt, ne? Ich wollte ihr jetzt keine OP zumuten und ja, aber jetzt lässt sich das nicht mehr vermeiden. Ganz besonders auch muss man auch wirklich das auch mal so in den Vordergrund halten, im Hinblick darauf, dass sie auf dem Dorf auch oft frei läuft. Also auf unserem Grundstück da ja nicht, aber schon in den Dünen und am Fluss lang und so, da lassen sie sie ja natürlich frei. Sie soll ja auch frei laufen. Und dass da mal Hunde um die Ecke schießen, das ist überhaupt nicht zu verhindern. Und das geht ja wirklich so schnell, ne? Also so schnell geht die Jagd vonstatten, da kann man ja gar nicht teilweise aufpassen. Und die Menschen da sowieso schon mal nicht. Und ich auch nicht, ne? Hatten wir ja schon mal das Thema, habe ich euch ja schon mal erzählt. Genau, jetzt mal hier mal weiter. Mit dem Satz bin ich noch nicht wirklich so weit gekommen, aber ich bemühe mich. Es ist schon richtig spät, ne? Was soll's? Ja, ich sitze schon wieder hier, weil ich mir überlegt habe, ich habe ja hier in Hamburg auch einen Tierarzt und vielleicht wäre es ja günstiger oder beziehungsweise praktischer im Handling mit Miley, wenn ich sie nach Hamburg hole. Aber wisst ihr, was mein Tierarzt hier in Hamburg für die Kastration verlangt? 900 Euro. Um die 900 Euro kann man natürlich auch nicht garantieren. Was das für Preisunterschiede sind, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja, aber das ist fast das Doppelte, ne, als bei meinem anderen Tierarzt. Tja, na gut, ich werde mir das nochmal überlegen und werde euch mit Sicherheit Bescheid geben. Inzwischen bin ich, wie ihr seht, bei dem Teppich angelangt. Der hat es inzwischen auch nötig, weil durch die ganzen Kinder und hast du nicht gesehen, Menschen, die ja doch immer langlaufen, obwohl ich meine Familie so weit habe, dass sie hier nicht mehr mit Straßenschuhen reingehen. Also dieser Bereich ist verboten mit Straßenschuhen. Hier gehen sie dann doch immer noch mal rein, aber da. Dieser Teppich und dieser Teppich da absolut nicht. Da halten sie sich auch dran zum Glück, weil ich hier ja auch bete morgens. Also da haben sie dann Nachsicht mit mir. Aber ihr seht, wie schön der Teppich ist, ne? Das ist so ein schöner Teppich, den wir damals bei eBay Kleinanzeigen bekommen haben. Das ist wirklich ein richtig schöner Teppich. Obwohl er hat schon ein paar kleine Flecken. Hier zum Beispiel, den kriege ich nicht mehr raus. Aber ja, ich bemühe mich und auch hier macht mein Staubsauger seine gute Arbeit. Also. Hier habe ich Erdbeerflecken. Da hat der kleine Erdbeeren fallen lassen und kriege nicht mehr raus. War ich zu faul, das gleich wegzuwischen? Weil hätte ich die gleich weggemacht, wäre es bestimmt rausgegangen. Naja, egal. Ein paar Stunden später. Also, hier bin ich jetzt gerade dabei. Das hat er auch schon schön hinbekommen. Das sind leider Flecken hier, die ich nicht wegbekomme. Ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben, diese drei Flecken. Das sieht echt mies aus, aber ja, hilft alles nichts. Dann habe ich hier natürlich alles soweit sauber gemacht. Da hinten habe ich jetzt auch umgestellt. Ich habe nämlich den Schrank, der war da hinten.
Den habe ich dahingestellt, falls da mal jemand übernachtet, dass man da so ein bisschen Privatsphäre hat, hatte ich den dahingestellt. Brauchen wir jetzt aber nicht und dafür habe ich dann hier das schöne Geschirr hingestellt. Das habe ich geschenkt bekommen von ganz lieben Bekannten von uns. Genau, und jetzt bin ich hier so dabei, den Eingangsbereich zu machen, der natürlich richtig dreckig ist, immer weil die Leute hier mit den Schuhen reinlatschen. Aber okay, kann man den auch nicht mehr abgewöhnen, hilft alles nichts. Ich finde den nämlich eigentlich sehr schön und der ist jetzt wieder richtig fluffig geworden, würde ich sagen. Vor allen Dingen mit dem Kamel da. Aber die Flecken, ne, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon alles versucht, die rauszukriegen, kriege ich leider nicht. Und wenn ich den Schrank weiter dahin schiebe, dann sieht das irgendwie unsymmetrisch aus, finde ich. Naja, da muss ich mir noch mal was ausdenken. Vielleicht stelle ich da irgendeine Blume hin oder so. Jetzt, wo die Kittys nicht mehr da sind, ist das ja nicht so schlimm. Genau, da liegt noch so eine Wurst von dem Teppich. Ja, und dann habe ich soweit so gut alles fertig. Mein Mann habe ich auch schon abgefüttert. Der kam nämlich eben rein. Ein Hungergefühl angemeldet und ich hatte gestern noch so viel Fleisch gebraten und eigentlich wollte er essen, hat er aber nicht und dann ist er draußen essen gegangen. Da hat er erstmal Ärger gekriegt, gerade von mir, warum er dann nicht, nachdem er mich da hat Fleisch braten lassen, warum er dann das auch nicht gegessen hat. Daher muss er heute noch mal ran. Normalerweise isst er nämlich eigentlich nicht gerne am nächsten Tag noch das Essen, aber da hilft ja nun nichts. Genau, dann habe ich hier richtig viel Flaschen angesammelt. Da, die muss ich unbedingt wegbringen. Das werde ich heute sicherlich aber nicht mehr schaffen. Lass mal gucken, wie spät. Ich glaube, das Gebet steht auch gleich wieder an. Nee, noch eine Stunde. Es ist 16:08 Uhr. Ja, ich bin hier den ganzen Tag am Saugen, ne? Also, das hat jetzt bis eben gedauert. Ich habe überlegt, ob ich hier auch noch einmal ja, feucht drüber gehe mit dem Sauger. Mache ich aber zum Schluss. Mal sehen, wie viel Lust ich noch habe. Ja, die Tische, diesen Tisch hatte ich ja auch angemalt, den muss ich nochmal drüber malen, aber das mache ich irgendwann anders. Hier wird auch noch alles wieder ordentlich gemacht, da sieht ordentlich, sieht alles noch unordentlich aus. Ja, das Bett lasse ich aber weiterhin hier stehen für Leute, wenn mal jemand übernachtet hier. Genau, also soweit habe ich wieder alles, den Gros habe ich schon mal wieder reingekriegt. Ja. Ja, und dann muss ich mir überlegen, was ich mir gleich zu essen koche. Wer denn überhaupt hier ist, das weiß ich auch nicht, aber eigentlich ist mir ziemlich wurscht, weil ich habe keinen Bock zu kochen heute. Ich werde vielleicht für mich und meinen kleinen Jungen Hackfleisch mit einer Soße machen. Ich habe nämlich noch Nudeln von vorgestern, obwohl die eigentlich will ich jetzt dem Kleinen auch nicht geben, ne? Da ist aber eigentlich nichts dran. Also die hatte ich vorgestern Abend gekocht. Gut, sie hätten gestern gegessen werden müssen. Ich glaube, das macht nichts, wenn ich die heute auch noch esse. Da ist keine Soße und nichts dran. Also ich bin ja immer pingelig. Ne? Am dritten Tag geht das Essen bei mir in den Müll. Ich habe einmal den ganzen Kartoffelauflauf in den Müll schmeißen müssen, habe ich, glaube ich, erzählt, ne? Von halben jedenfalls. Das war richtig ärgerlich. Also das meine ich nochmal, weil das ist schon echt ärgerlich, wenn du zu viel kochst und es einfach nicht gegessen wird. Das ist eben halt, wenn man den ganzen Tag fastet, hat keiner Hunger. Ne? Nicht so viel jedenfalls, wie man dann glaubt, selbst beim Kochen. Genau, also ich mache mal weiter und ich denke mal, dass ich dann oben weiter putzen werde. Ich muss unbedingt die Treppen wischen. Ihr seht, wie die aussehen, ne? Also die muss ich unbedingt richtig doll gründlich putzen, weil der Lack, den ich da drauf gemacht habe, ich habe die Treppe habe ich ja gestrichen. Der Lack ist so fies. Also jeden Dreck, der frisst sich quasi in diesen Lack hinein. Ich muss mal so einen Überlack drüber machen. Naja, alles nicht so schlimm. Genau. Ja. Und dann muss ich da noch ein bisschen und da und Kleinigkeiten habe ich noch. Aber ich denke mal, bis zum Fastenbrechen um 8:30 Uhr, 7:40 Uhr heute Abend bin ich fertig. Ich habe auch ganz viel Wäsche gewaschen. Ich habe auch die Wolldecken drin gewaschen. Die habe ich jetzt mal da vor die Tür gehängt, weil da scheint so schön die Sonne gerade. Die habe ich da einfach drüber geschmissen. Die trocknen bestimmt gleich. Ich bin dabei, Essen zu kochen. Es ist schon wieder richtig spät, 6 Uhr oder so. Und ich werde jetzt Nudeln Hackfleisch mit Zwiebeln anbraten und werde als Gewürz diese Mischung mit rein tun, weil die schmeckt richtig lecker. Und dann koche ich einfach nur Nudeln dazu und als Nachtisch werde ich jetzt so ein bisschen rote Grütze kochen. Dazu habe ich so Beerengemüse tiefgefroren geholt, mache ein bisschen Wasser dazu und dann lasse ich das ein bisschen aufkochen und werde das mit Maisstärke ein bisschen andicken. Und dann habe ich eine schöne rote Grütze, hoffe ich mal. Ich habe das tatsächlich so ganz selten gemacht. Ich muss erst mal gucken, ob das überhaupt noch funktioniert, so wie ich es im Kopf habe. Naja, hier ist jedenfalls alles schön angebraten. Jetzt kippe ich da ein bisschen Wasser dazu und dann einfach nur die Gewürzmischung und dann schmeckt das richtig lecker. Hat sich ein bisschen was an Kinder angekündigt zum nachher zum Fastenbrechen. Deswegen eigentlich wollte ich gar nicht
kochen heute. Naja, nicht so schlimm. Jetzt habe ich ein bisschen Speisestärke da reingemacht. Ich habe hier feine Speisestärke und da mache ich ein bisschen Wasser dazu. Dann hoffe ich mal, dass das gleich dann, wenn ich das da reinkippe, dickflüssig wird. Erstmal angleichen ein bisschen. Dann unterrühren, hineingeben. Kann sein, dass es zu wenig ist. Scheint auch zu wenig zu sein. Muss ich noch ein bisschen reinmachen, glaube ich. Ja, da muss noch ein bisschen rein. Natürlich, ich habe jetzt noch ein bisschen gemacht. Ein bisschen Zucker gebe ich auch rein, damit das auch süß wird. Leider kann ich nicht abschmecken, aber ja. Ich hoffe mal, dass es genug ist. Noch ein bisschen Speisestärke dazu. Und dann, glaube ich, könnte das funktionieren. Ist dickflüssig genug. Jetzt koche ich da noch einen schönen Pudding drüber, beziehungsweise drunter. Nein, ich mache einen extra Pudding und dann gibt es das da drüber mit Sahne. Oh, lecker. Ja. Na, noch ein bisschen. Ich glaube, wenn das kalt wird, wird es noch dickflüssiger. Das reicht. Ha, ist mir gelungen. Also die Hackfleischsoße habe ich fertig. Ich habe noch ein bisschen aufgestockt, noch mal ein bisschen Stärke habe ich hier auch reingegeben, weil ich natürlich ein bisschen mehr Masse brauche. Ich hatte nur dieses eine Tütchen. Ja, nachher koche ich die Spaghetti dazu und dann war's das. Pudding ist wieder in Arbeit. Ja, Leute, Pudding muss sein, ne? Aber ich habe dieses Jahr wirklich gar keine Fantasie, was Süßigkeiten anbelangt. Ich habe mir immer so viel Mühe gegeben, aber dieses Jahr bin ich echt schluderig geworden. Wir hatten letztes Mal kalten Hund noch gemacht, aber der ist jetzt auch schon alle und da war ich auch nicht so, ja, ich fand diese Kuvertüre von Rewe nicht so lecker, muss ich sagen. Da muss ich nochmal vielleicht mal eine teurere nehmen. Ja, jetzt korrigieren wir sie mich auf und ich werde auch gleich schon meine leckere Creme Chantilly machen. Ich überlege, ob ich ein Paket mache oder zwei. Ich glaube, ich mache zwei, weil irgendwie ist es immer zu wenig eine, aber die essen es auch nicht alle. Vielleicht doch nur eine, ich weiß nicht. Zwei oder eine, ich weiß nicht. Ich mache zwei, egal. Gut, da kommt ja dann immer 200 Milliliter Wasser pro Paket, also 400 Milliliter Wasser brauche ich. Und dann muss ich mal eben mein Dings holen und Messbecher. Den brauche ich auch. Hier bin ich wieder in voller Schönheit. Nein, es ist 18.29 Uhr. Ich habe nämlich geduscht und fühle mich natürlich auf jeden Fall schon mal wieder viel sauberer und viel frischer. Und guck mal die Abendsonne aus, ist das nicht herrlich? Aber es ist relativ kühl noch, muss ich sagen. Genau, also ich habe inzwischen alles sauber gemacht, was ich an Teppichen habe. Kann ich hier mal präsentieren, stolz. Hallo, den habe ich nicht gemacht. Da habe ich keine, ja, ich finde den sauber, weil ich habe den erst sauber gemacht letztes Mal, vor ein paar Monaten. Und den habe ich komplett einmal sauber gemacht, den hatte ich natürlich auch sauber gemacht. Den natürlich auch noch, weil das ist der Eingangsbereich. Da hinten den sowieso, die Sessel alle gemacht, ja. Jetzt will ich noch Gardinen oben in die Zimmer aufhängen. Wir haben ja hier einfach nur Nägel an die Wand, weil wir keine Gardinenstangen haben, habe ich die Gardinen einfach nur mit Nägeln dran gemacht. Das ist auch in Ordnung, weil wir sind ja eh nicht ewig hier. Und Gardinenstangen nochmal kaufen, also es ist einfach viel zu teuer und das geht halt auch so. Ne? Hier habe ich die auch alle dran genagelt, beziehungsweise mein Mann. Ja, das werde ich jetzt oben nochmal machen. In einem Zimmer haben wir nämlich noch keine. Und in meinem Zimmer würde ich gerne diese rosanen Gardinen, die ich auf dem Dorf auch hatte, so als an Seitenschals nochmal dran machen. Und dann hatte ich einen tollen Teppich bei eBay Kleinanzeigen umsonst noch bekommen. Auch echte Wolle, den habe ich in das große Zimmer oben hingelegt. Den kann ich euch vielleicht nachher auch nochmal zeigen. Den hatte ich nämlich heute auch nochmal sauber gemacht. Der liegt nämlich schon seit Wochen unten im Keller lieblos herum. Und den habe ich immer nicht geschafft zu säubern. Aber jetzt habe ich gedacht, den mache ich auch gleich mit. Und den habe ich jetzt oben hingelegt. Den kann ich nämlich, wenn ich in dem großen Zimmer mal beten sollte, das ist genau die richtige Größe dafür.
darauf eventuell auch beten. So, und jetzt kommt gleich das Puddingpulver hinein. Und hier ist die rote Grütze, guck mal, die hat schön angezogen. Und schade, ich mag das alles lieber, wenn es schön warm ist. Aber bis nachher ist es sicherlich kalt, egal. Und dann werde ich unten den Pudding, oben dann als Topping sozusagen die rote Grütze mit einer schönen Sahneschicht drauf. Oh, lecker. 400 Milliliter Milch habe ich jetzt abgemessen. Und dann kommt das Pulver dazu, kann man einfach da reinschütten. Und das muss man dann mit dem Mixer ein paar Minuten schlagen, bis es halt steif ist. Meine Lieben, es ist 23.54 Uhr. Und ich sitze hier mit meinem Koran im Bett, weil ja, es ist hier gemütlicher. Es ist schön warm unter der Bettdecke. Es ist nämlich ganz schön kalt wieder geworden nach dem schönen sonnigen Tag am Abend. Es ist doch recht kühl geworden. Und ich habe schon einige Gebete gemacht und werde jetzt in dieser sehr für uns Muslime heiligen Nacht sehr viel beten und Koran lesen. Ich werde versuchen, die Nacht durchzumachen. Und viel, ist das ein Haar? Ja, nee, das ist ein Faden, weil ich das Ding falsch rum anhabe, sehe ich gerade. Na gut, egal. Werde versuchen, die Nacht durchzumachen und viel zu beten und Koran zu lesen. Und ja, die Jungs sind alle in der Moschee. Und ich hoffe, dass mein Mann auch mal hingegangen ist, bin ich ganz sicher, weil der ist vorhin weggefahren, hat gar nicht gesagt, wo er hinfährt. Genau, wie gesagt, ich bin dabei jetzt den Koran zu lesen und werde das noch ungefähr ja, so 15 Minuten machen und dann wieder beten, Koran lesen. So wird meine Nacht inshallah heute verlaufen. Die Nacht ist eine sehr, sehr besondere Nacht. In dieser Nacht wurde der Koran hinabgesendet und ja, wir haben... es ist so, dass viele Engel in dieser Nacht auf die Erde hinabkommen und ja, gucken, was wir so machen. Und deswegen beten wir viel in der Hoffnung, dass diese Nacht auch wirklich die heilige Nacht ist. Das weiß man nicht ganz genau, man vermutet es nur. Aber es spricht schon viel dafür, dass es diese Nacht sein wird. Und deswegen ja, beten wir alle ganz besonders intensiv um Vergebung unserer Schuld und Vergebung unserer Sünden und hoffen, dass wir die Gnade unseres Herrn Allahs bekommen. Ja, darum geht es in dieser Nacht und das werde ich heute machen, inshallah. Und ich möchte mich jetzt aber von euch verabschieden. Es war wieder ein langer Tag für mich. Ich habe wirklich ganz viel gearbeitet heute. Ich hatte mich noch eine halbe Stunde vor dem Fastenbrechen hingelegt und dann bestimmt auch so 15 Minuten Power-Napping gemacht. Ich hoffe, dass das reicht für die Nacht, weil es ist schon so, dass ich relativ müde bin, aber ich bin sicher, ich werde das überwinden. Zur Not koche ich mir einen Kaffee. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach ja, übrigens, wenn ich meine Hand so aufmache, ne, fängt wieder an zu jucken. Da, ihr seht, ich habe wieder gekratzt hier in dieser Richtung. Auch die andere Hand juckt wieder. Keine Ahnung, ob ich da wieder zu viel mit Chlor gearbeitet habe an den Händen oder anderen Spülmitteln oder so. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, das kommt von der Luft. Ich weiß es nicht. Gut, für heute war es das aber. Ich hoffe, dass mein erster Vlog, den ich regelmäßig vorhabe zu drehen, euch gefallen hat. Wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht und bis bald. Tschüss.